Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit? Whisky Doris. Ah, Whisky Jason, Whisky Doris finde ich sehr schön. Also Whisky Doris, erzähl mal ganz kurz. Seit wie lange macht ihr das hier mit diesem Online-Handel und wie kam es dazu? Also wir machen das jetzt seit 15 Jahren, am 1. April. War kein April-Scherz. Also wir feiern in diesem Jahr unser 15-jähriges Jubiläum. Glückwunsch. Dankeschön. Und aus dem Anlass haben wir sogar gleich 3 Abfüllungen speziell für das Jubiläum abgefüllt. Super. Magst du sie auch kurz zeigen? Natürlich. Ich habe sie hier auf dem großen Plakat. Ja. Ich kann dir die Flaschen zeigen. Genau. Also ein 93er ja. Nose Art. So. Wir nehmen das einfach mal und halten das ganz kurz hin. Also, was ist besonders daran? Das Besondere daran ist, dass es ein sehr fruchtiger Whisky, den wir für uns rausgesucht haben. Und der spiegelt genau das wider, was wir uns unter Whisky vorstellen. Ja, super. Also, so Fassstärke, kein Farbe, Non-Chill-Filter, alles, was man so erwartet und möchte. Genau, darauf legen wir ganz besonderen Wert, dass wir wirklich das Naturprodukt Whisky in unseren Flaschen abfüllen. Und euer, ich sag mal, alleinige Merkmal ist euer Bilder da drauf. Die sind fast immer Frauen und sehr stark diese 50er Jahre, oder? Nein, das sind, das sind nicht die 50er Jahre, es geht sogar noch weiter zurück. Das kommt aus den 20ern. Okay, ja, und, ja stimmt, da waren ein paar, ja. Mhm. Und uns hat dieses Wortspiel sehr fasziniert. Es gibt einmal Nose Art, das ist die Art des Riechens, denn der Geschmack geht ja über die Nase. Aber es ist auch Kunst. Oh, aber es ist auch eine Kunst, genau. Ja, ja. Und zwar ist es die Art, Flugzeugmaschinen zu bemalen. Ja. Die Virgin Air war eine Airline. Und also damals die Amerikaner, die Deutschland bombardiert haben, haben es auch immer gemacht. Leider. Leider, aber es ist eine sehr schöne Kunstrichtung und wir haben dieses Wortspiel für uns entdeckt und das auf die Flaschen gebracht und das ist der Hintergrund hinter diesen Bildern. Und also finde ich richtig cool. Ja, also der Zuspruch ist auch gut und uns macht es Spaß, es gefällt uns auch gut und wir haben immer so ein kleines Gimmick, was wir dann in die Bilder mit reinnehmen. Ja. Jetzt haben wir bei der Jubiläumsabfüllung 3 Frauen rausgesucht. Also 3 verschiedene Haarfarben auch, glaube ich. 3 verschiedene Haarfarben, 3 verschiedene Fässer. Ja. Und jedes Mal ist das Bild anders. Es ist gedreht. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Nee, absolut nicht. Schön. Wow. Hier ist die Rothaarige. Genau. Dann zeige ich dir nochmal. Die nächste Flasche haben wir jetzt hier. 64er Grain, also mal was richtig Altes, über 50 Jahre alt, unsere blonde Dame. Wow, bisher mein ältester Grain war tatsächlich ein 50 Jahre alt vom Cooper's Choice. Oh, wow, super. Ja, und der hat uns sehr überzeugt, weil er ein unheimlich runder Grain, einen unheimlich runden Grain darstellt. Super. Und zum Schluss habt ihr hier, Rauchiges für die Fans der rauchigen Whiskys. Ah. Die Lady mit den schwarzen Haaren. Okay, jetzt verstehe ich das. Rot hier für Speyside, blond hier für Grain und dann also brunett für Rauch. Genial, da habt ihr euch wirklich was dabei gedacht. Und das wissen viele Kunden wahrscheinlich noch nicht mal, oder? Nein, wir haben das jetzt auf der Messe, ist wirklich Erklärungsbedarf. Ja. Wir haben es vielen erklärt. Einige haben gesagt, dreimal das gleiche Label. Es ist vielen gar nicht aufgefallen. Besonders Männer nicht, die sehen nur eine Frau und denken, hübsch. Und auch gleich in diesem Fall gleich 3 Frauen und keiner sieht dreifach. Ja. Ah, super, super. Und worauf können wir uns in der Zukunft freuen? Was kommt als nächstes vielleicht? Das ist bei uns eigentlich immer sehr spontan. Ja. Wir probieren lange und das große Credo bei uns ist einfach, dass die Sachen uns schmecken müssen. Wir möchten es verkaufen, wir möchten dahinter stehen. Ja. Und von daher lassen wir uns einfach immer wieder überraschen, was der Markt an schönen Sachen für uns bereithält. Super. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Whisky Doris. Und man findet euch online bei Whisky Doris. Punkt. De. Super, also vielen Dank, Doris. Danke, Jason.